Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, er macht YOLO. Wir gehen auf Champion. Jedes Mal, wenn ich Champion nehme, dann kriege ich die Sakura-Blume. Das ist ein Zeichen. So, lass uns mal gucken. Was für eine Combo können wir denn machen? Die beiden zusammen, wir können das machen. Wir könnten das machen. Das klingt gut. Sieht ganz gut aus. Machen wir. Sakura Blume, Champion. Drei Worker rein. Und dann geht das ab. Millennium ist stark. Oh, vier Angler und eine Katze. Drüben auch eine Sakura-Blume. Verrückt. Könnte auch vier probieren, ob ich was schicken kann, ob ich durchkomme. Obwohl die haben Stichschaden. Relativ viel. Ja doch, wir holen noch einen fünften Worker. Wir haben schon gut Mana gesammelt. Aber kann ich jetzt noch nicht upgraden. Das schafft er nicht. Wir hauen die Schnecke mit rein, wir hauen hier drüben einen kleinen Setzling hin. Zweite Schnecke dazu. Wenn er mir einen Robo schickt, könnte ich verkacken. Aber sonst sieht es ganz gut aus. Aber er hat auch Sakura-Blume gebaut. Da glaube ich das nicht. Nee, nur eine Schnecke. Können wir ruhig noch locker bauen. Nummer 6. Ah, das blocken die. So, wir platzieren hier den goldenen Beschützer. Kleinen Setzling noch dazu. Dann können wir noch einen Worker holen. Nächste Runde. Ich werde hier nochmal King abmachen. Und dann gehe ich auf 6. Ein Upgrade und eine Schnecke. Die hat Schleime dazu platziert. Das schafft er gerade so. So, wir werden jetzt hier so einen kleinen Piraten hinstellen.
Einfach damit ich den dann upgraden kann. Dann schicke ich auf 6 mal eine Blut rein und guck mal. Er hat noch kein Upgrade gemacht, aber hat auch nicht so viel Kohle, logischerweise. Da ist nicht viel Kohle da. Ein Upgrade hat er jetzt. Hat die Katzenstacks hochgemacht. Und Golden Beschützer können wir noch platzieren, das ist gut. Dann stellen wir hier den Split mit rein. Schicke Robo mit. Er kann auch ein bisschen schießen. Schnecke macht keinen Sinn. Die Katze heilt sich dann zu sehr hoch. Ein Baum platziert. Baum weg. Was sollte ich haben? Hier komme ich durch. Sehr gut. Genauso wollte ich das. Dann machen wir ein Resend. So, wir könnten eine Seeschlange machen. Das ist noch zu teuer. Dann machen wir eine Seeschlange. Machen hier noch einen hin. Exekutiert mit raus. Könnte verkacken die Runde. Ja, da bin ich nicht stark genug gewesen. Er blockt das. Aber da ist gut was durchgekommen. Das heißt, wir können trotzdem zum King durchkommen. Konnte nicht blocken. Das wird wehtun. Wir haben Piraten auf. Bauen Setzlinge aus. Schick mir noch ein bisschen Stich rein. Die haben ganz gut gehalten soweit. Der dicke Pirat macht viel aus. Ja, konnte ich mir 2 Blocker leisten, sehr gut. Ich schicke jetzt nicht mit, das macht keinen Sinn. Der kriegt noch mehr Kohle davon.
Yes, my lord. Ich könnte auf 10 noch mal probieren. Riesenschnecke, ja. Ah, die Blume tankt ein bisschen, das ist gut. Noch keinen aufgewertet. Let's go, boys. Lock and load. Schicken Kanone mit rein. Millennium an Start. Zack. Es hat genau gereicht, 2 Gold. Sehr schön. Eine Blut kriege ich noch mit rein. Und dann sollte ich hier normalerweise durchkommen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel Mana die haben, ob er die jetzt aufwerten kann. Aber im Normalfall sollte ich durchkommen. Let's go, boys. Oh, er hat mir Nimbus gebaut. Oh, da musste er natürlich zurückrennen. So, ich habe gehalten. Bin auch durchgekommen. Millennium Blume steht noch. Jawohl, die Blume down. Das war wichtig, dass die Blume down geht. Ja, wir nehmen auch die Riesenschnecken. Wir machen das so. Den in den Split rein. Okay, meine Blume ist weg, aber der Feuerforst lebt noch. Deswegen halte ich das locker. Ja, jetzt können wir Seeschlangen aufwerten, damit er auch nur noch Nahkämpfer schicken kann. Hier werde ich ihn dann noch mehr regenerieren lassen, das ist sehr gut. Und vor ihm könnte ich auch noch einen Bomb platzieren, damit er sich auch noch regeneriert. Lass uns mal schauen, er hat immer noch keinen aufgewehrt, er hat jetzt viele Bäume geplatziert, damit die sich dann regenerieren. Da kommen die Riesenschnecken. Er hat noch kein... Er hat einen Fürst des Todes! Das soll ich trotzdem halten, gehe ich mal von aus. Aber wir gucken mal. Die Riesenschnecken sind natürlich ein Problem. Nee, das schaffe ich nicht. Noch ein Pack wieder rein. Riesenschnecken mit dazu, damit wir die hier wegkriegen. Oh, das tut weh. Blut rein.
Noch einen zweiten. Können wir machen. Müssen wir aber nicht. Wir bauen Millennium. Jetzt schicken wir ordentlich. King Upgrades gemacht, das heißt halt locker. Hat immer noch keinen aufgewertet. Drache down, First übelst schnell down, alles mega schnell weg. Holy shit. Es ist nur einer abgekackt. Wo kommt das her? Ach, das, da steht einer drin. Ein Crab Lord. Machen wir. Können auch jetzt schicken, ja. Das wird nicht reichen. Wird nie und immer reichen. Machen noch den Turbo mit rein. Kriegen 5% mehr Schaden durch. Hat DAX platziert. Kriegen 5% mehr Schaden durch magischen Schaden. Hier kommen wir nochmal gut durch. Das ist sehr schön. Blocks mit seinen Spawns. Da muss er dann eine Hexe bauen oder so. Er hat immer noch kein Kingpin abgegradet. Ja, wir gehen auf 16. Ich will jetzt auch keine Worker holen, weil ich muss verteidigen. Könnt ihr ihn mal upgraden? Ja, dann nehmen wir noch einen kleinen Kauf, haben wir genau 0 Piepen. Das ist gut. Oh, hohoho, Double Null Piepen. Perfekt ausgenutzt. Ich weiß nicht, ob ich das halten kann, weil mein magischer Schaden ist begrenzt. Und mein magischer Schaden ist down. Das war nochmal eine schwache Wave. Die anderen sind dann besser. Oh, er hat gut. Hades noch am Start. Ist 17 besser? Naja. Für ihn ja. Für mich nicht wirklich.
Wir werden hier upgraden. Ich werde mal hier einen platzieren. Auf 17 kriegen wir ordentlich was zusammen. Es war wichtig, hat jetzt einen aufgewertet. Im besten Fall kommt noch einer dazu. Wobei die kackt durch Stich ordentlich ab. Da kackt die richtig rein. Dann machen wir ein paar Bäume zur Verteidigung. Den nächsten Fall schicke ich auch noch mit rein, damit er den angreift und im besten Fall den. Die anderen halten gut was aus. Mit Blut kann ich noch reinhauen. Das war's dann. Bäume gut ausgenutzt. Die Auren habe ich erwartet. Man wird schon tot, sehr gut. Baum Explosion. Sieht's hier drüben aus? Hier drüben komme ich gut durch. Sehr schön. Ich bin aber down. Er wird halten. Ja. Jetzt können wir noch ein paar Worker holen, auf jeden Fall. Hier ist er der Starke. Ich muss vor euch schicken, wenn du jetzt nochmal schicken willst. Ich schick doch schon meine Schnecken. So. Können wir hier nochmal einen aufbauen? Könnten den Millennium noch upgraden? Dann sieht das schon gut aus. Mauwurf ging noch mit raus. Wurde jetzt zwei voll aufgewertet. Okay, der ist weg. Zweiter auch weg. Feuer greift jetzt die Thanatos an. Nee. Abgewehrt. Wir können ja auf jeden Fall hier upgrades. Dann können wir die upgraden. Die sind wichtig und wir hauen hier noch einen Baum hin. Aber jetzt wird's eng.
Weiß ich nicht, ob ich das schaffe. Okay, nichts geschickt. Bauen wir einen Mimus auf. Können wir Baum upgraden? Nein, dann baue ich hier noch einen hin. Yes, my lord. Machen den noch mal stärker. 1080 Kraken. Oh, es sieht gar nicht schlecht aus für mich. Es waren 1080 und ich bin ganz gut dabei. Also schaffen werde ich es nicht, aber es ist wenig übrig. Oh, er hat ganz wenig übrig. Das ist jetzt das Ende. Kacke, die waren schneller da. Ja, es war eine knappe Runde. Es war eine knappe Runde. Ja, hätten wir nicht verkackt auf der 18, dann, oder auf der 17. Naja, dann hätten wir es noch holzen können, aber es ist wie es ist. Ja, das war eine weitere Runde Legion. Schaut doch gerne bei anderen Videos mit vorbei. Lasst ein Abo und ein Like da, wenn ihr mehr sehen wollt. Bis dahin, entspannten Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.